Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Wir haben jetzt diesen grünen Kristall in der letzten Folge von der Wand abgeschlagen mit dem Hammer und dem Meißel. Und wir haben ja noch dieses Unkrautvernichtungsmittel. Und ich habe jetzt gar nicht dran gedacht, aber vielleicht können wir diese merkwürdig gefährlich aussehende Pflanze... Wow! Alter! Also ich schau ab. Vielleicht können wir diese merkwürdig aussehende... Oh Gott. Pflanze mit diesem Unkrautvernichtungsmittel irgendwie, ja, beseitigen. Ich probier mal... Oh, das war gut. Oh, da hinten ist noch eins. Die folgen mir wohl nach. Ich frage mich, ob die Türen öffnen können. Wenn nicht, oh yeah. Na doch, Na, ich schätze nicht. Ah, das war super. So, erstmal weg hier. Oh. So. Unkrautvernichtungsmittel. Ha! So ein paar Spritzer hier, so hier und da. Ich sehe fast nichts, aber hey. That little spot of gardening seems to have worked. Ja, und... Oh, da kann ich hochklettern. Was? Oh, hey, okay, cool. Soll das so sein? Ich schätze mal... Ah, da kann ich reißen. Okay. Zack. Ich habe gar nicht nach oben geguckt. Wisst ihr mal. Ich dachte erstmal, irgendwas auf dem Boden oder so muss da weggehen. Okay. Moment. Bin aber nicht bei dem Haus, oder? It doesn't work. Vom Anfang her, wisst ihr noch? Nee, glaube ich nicht. Weil Cthulhu gerufen hat. I've seen a room similar to this somewhere before. Ja. Deswegen ja. Oh, schau mal einer an. Was haben wir denn hier? This looks familiar. I've seen machinery like this somewhere before. Mhm. Und ich erinnere mich auch wieder an den warmen grünen Kristall. Oh. Ich ahne Schlimmes. Auf geht's. Hoffentlich rufen die nicht schon wieder irgendein Viech herbei. Das könnte ein super Bosskampf werden. Scheinbar sollen wir selber dadurch. Durch das Portal-Ding. Glaube ich, nehme mal meine Thompson hier. Hui! Was zur Hölle ist das? Aber keine Waffe, oder? Doch. Was ist das denn? Hä? What the... Hä? Nö. Die Frage ist jetzt, hat das unendlich Munition, oder... Was ist das denn für ein Ding? Komische Alien-Laserwaffen. Alles klar, kein Problem. Was zum Teufel? Okay, ich werde hier mal speichern. Jetzt bin ich mir aber unsicher, wo ich hier lang soll. Vielleicht hier nach oben. Vielleicht auch da runter. Schauen wir einfach mal. Da ist eine Tür.
Tür. Jetzt komme ich nicht mehr zu. Hallo? Okay. Hey, ich brauche Munition, die ich akribisch gesammelt habe die ganze Zeit. Was ist das? Bin ich jetzt im Tempel? Wo bin ich? Nothing of interest. The furnishings here seem temporary. I think these quarters are for visitors rather than inhabitants. Besucher, ja. Oh, die sind ja so gut auf Besucher zu sprechen. Ich glaube, da unten sind wir die ganze Zeit rumgelaufen, ne? Ich lasse den mal in Ruhe. Ja, okay. Warum gibt es denn so ein krasses Portal hierfür? Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Irgendwie verletzt. Nee, uns geht's super. Ach, das ist ja super. Vollständige medizinische Ausrüstung. Wir haben eine Waffe, die unendlich Munition hat. Scheinbar. Sieht zumindest so aus. Was weiß ich, was das für eine Technologie ist. Ja, du kommst hier eh nicht hoch. Wow. Ist gerade richtig schön ins Bein geschossen. Kein Problem, ich hole mir einfach wieder Neues. Was haben wir denn hier noch? Noch mehr Munition? Nope, nothing of interest. Nope, hier gibt's nichts. Okay. Ich hole mir jetzt nochmal schnell den Verbatzkasten, nachdem ich den hier erwischt habe. Na. Super. Also das hat hier echt noch gefehlt, eine Laserwaffe. Mit unendlich Munition. Kann man immer gut gebrauchen. Oh Mann. Frage jetzt nur, wo müssen wir hin? Aber ich probiere es mal nochmal da hinten. Bevor ich hier. Da? Ah. Ja. Jetzt nicht lang. Kann ich hier. Hier kann ich runter. Okay. Da kann ich runter. Okay. Waren wir doch nicht. Doch, das ist doch von vorhin. Doch, genau. Alter, die Geräusche. Hui. Jetzt geht's mal wieder super. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Aber hey, vielleicht. Ich weiß auch nicht. Ich gehe einfach mal nochmal hier lang oder so. Soll ich ins Gefängnis? Nee, oder? Wisst ihr nicht wieso? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wo komme ich denn hier hin? Kann ich durchs Gitter wieder nach oben, nach draußen oder so vielleicht? Das dürfte ja eigentlich immer noch unten sein, da wo wir gefangen wurden. In dem Gang meine ich jetzt. Können wir natürlich mal schauen. Oh hey. Ja, die Alienwaffe ist auf jeden Fall super. Kein Problem. Schauen wir doch mal. Wir sollen ja hier nach irgendwelchen unterirdischen Tunneln suchen, oder nicht? Nee, da hinten ist immer noch zu. Dann nehmen wir doch mal den anderen Weg. Da war ja noch ein anderer Weg. Da muss ich jetzt nur noch mal hin. Müssen wir wieder den Weg hier nehmen. Wir sind ja links rum, nachdem wir die Waffe aufgesammelt haben. Da ging es ja auch noch irgendwie geradeaus irgendwo runter. Selbst wenn es der Weg nicht ist, dann will ich mich da gerne noch mal umschauen. Ich habe da irgendwas übersehen. Das könnte natürlich gut sein. Also nochmal hier hochklettern an der Pflanze. Zack, zack. Vielleicht ist das Portal immer noch da. Jawohl. Immer nochmal durch. Wer auch immer so ein riesiges Portal braucht, um ein paar Meter woanders hinzukommen. Aber hey.
Piu. Nee, hier hinten ist auch nichts. Da auch nicht. Hier wollte ich nämlich hin. Ja, da haben wir... It's too dangerous. I need to find another way out. Okay, aber da haben wir zumindest Munition. Hier können wir aber nicht zurück. Okay. Also ist das der richtige Weg. Aber wo muss ich denn hin? Ich habe den Weg gerade nicht im Kopf. Wir sind ja durchs Gitter reingekommen. Wenn wir irgendwie hier raus wollen. Und das Gitter ist zu. Also was gibt's denn da für einen anderen Weg? Können wir diese Sachen hier öffnen oder so? Nee, ne? Hier war nichts. Da ist nur leer. Hier ist nur dieser eine Raum. Ja. Zack, zack. Ist der andere Raum, dieser Schlafsaal für die Gäste? Da drüben? Nee, ist auch nichts. Ich weiß nicht. Also scheinbar sollten wir hier nur diese Waffe holen. Okay, dann gehe ich nochmal da rein. Gibt es keinen anderen Weg. Oder vielleicht irgendwie hier runter? Was war denn hier drunten nochmal? Wir gar nichts. Kann man das aufladen? Okay. Coole Sache. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es mir in der Hand explodiert, deswegen habe ich mal ein bisschen vorher losgelassen. Willst du dich nochmal hier lang? Wo gehst du denn nochmal hier lang? Und so beim grünen Kristall natürlich. Kann man denn doch noch mal hin? Ah, schade, dass diese Folge ein bisschen Sucherei wird wieder. Was haben wir denn dabei? Wir haben nichts dabei jetzt. Wir haben alles benutzt. Wir müssen noch mal hier runter, oder? Oh, was schleichst du denn hier so? Gehen wir nochmal hier runter. Ich glaube, da waren wir auch irgendwo da oben. Da hat er gemeint, oh, ist gefährlich, ich muss einen anderen Weg suchen. Also vielleicht müssen wir hier tatsächlich nochmal runter. Irgendwo hin. Wenn ich auch nicht genau weiß, wo. Der eine Weg ging ja jetzt in dieses Büro hoch. Hier? Fragen über Fragen. Ich weiß es gerade nicht. Es tut mir voll leid. Ja, ich glaube, das ging zu diesem Büro hoch, ne? War das nicht eine... Oh, eine Munition. Ja, genau. Hier kommen wir zu dem Büro. Ich schau noch mal kurz den anderen Gang lang. Hat er nicht diese Seesterne oder so? Wird die jetzt irgendwie wegsprengen mit dem Ding? Wahrscheinlich nicht. Aber hey. Probieren wir es mal. Ja, das hier meine ich. Irgendwo müssen wir lang. Au! Ich wusste nicht, dass das Strom ist. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Okay. Wow. Ich glaube, das hat die ziemlich gegrillt. Ja. Ja, oh cool. Okay, tatsächlich. Okay, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich dachte, es ist einfach Laser. Aber nein, das sind wohl Stromstöße. Wow, das sieht ja richtig sicher aus. Alter Schwede. Die luftgefüllten Tunnel. Je schneller sie sich bewegen, desto mehr Lärm verursachen sie. Was ist das für ein Gesicht? Das verheißt nichts Gutes. Ich möchte speichern. Ah, wow. Okay, das ist groß.
Wir finden nochmal was. Oho. Ich glaube, das Ende ist nah. Ich glaube, das Ende des Spiels ist nah. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge von Call of Cthulhu. Wenn wir uns Cthulhu entgegenstellen? Weiß nicht. Das werden wir dann sehen. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.